Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, im Land Berlin vollzieht sich ein stetiges Ringen um den Erhalt der Angebote der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung nach § 11 SGB VIII. Das sind all die Förderangebote für Kinder und Jugendliche, die außerhalb von Schule und Familie passieren. Das sind Kinderbauernhöfe, Probenräume, Kindercafés, Medienräume, Tanz- und Sportgruppen, offene Komm- und Gehangebote. Orte, wo durch qualifizierte Personen nicht nur in Notlagen Beistand und Unterstützung gegeben wird, wo soziale Kompetenz jenseits von Institutionen und familiärer Struktur gelernt wird. Das sind Räume, in denen sich junge Menschen selbst organisiert und informell treffen können. Diese Räume sind permanent bedroht, obwohl in § 1 SGB VIII gesetzlich festgeschrieben ist, dass jeder junge Mensch einen Anspruch auf genau diese Art von allgemeiner Förderung seiner Entwicklung hat. Weil aber die Berliner Ausführungsvorschrift des Kinder- und Jugendhilfegesetzes diese Angebote als sogenannte freiwillige Leistung beschreibt, wird seit Jahren immer weniger in deren Erhalt und Ausbau investiert. Das ist nicht der Mangel an Einsicht und gutem Willen. Die Bezirke als Umsetzer der Angebote sind chronisch unterfinanziert, das wissen wir. Noch nie wurden in einem Bezirk die gesetzlich angegebenen 10% aus dem Jugendhilfeetat tatsächlich für allgemeine Jugendförderung eingesetzt. Sie kennen das Prinzip der Kosten- und Leistungsrechnung und die damit verbundenen Konkurrenzsituation der Bezirke führt zu einem kontinuierlichen Abbau der Leistungen, zu dieser Abwärtsspirale. Das trifft die Jugendförderung als vermeintlich freiwillige Leistung immer am heftigsten. Entsprechend ist die Debatte um den Erhalt dieser Angebote um ein neues, tragfähiges Finanzierungsmodell nicht neu und läuft seit vielen Jahren hier im Land Berlin. Sie erinnern sich an die vielen Brandbriefe aus Jugendhilfeausschüssen und von den Jugendamtsdirektorinnen, an den spektakulär einstimmigen Beschluss des Rates der Bürgermeister. Allein der Landesjugendhilfeausschuss hat in dieser Legislatur bereits 5 Beschlüsse zu dem Thema gefasst. Ein Moratorium, das die Gelder für die Jugendförderung auf einem Ist-Stand einfrieren wollte, um Zeit für die Entwicklung eines neuen Finanzierungsmodells zu haben. Zeit, in der sich die Abwärtsspirale nicht weiter drehen kann, ist vor 2 Jahren gescheitert. Ein Antrag meiner Fraktion hatte in den letzten Haushaltsberatungen die erforderlichen Gelder für dieses Moratorium gefordert, vergebens. Inzwischen stehen die nächsten Haushaltsberatungen bevor und wir sind kaum einen Schritt weiter. Die Jugendförderung wird auch mit einem jüngst erfundenen, etwas anderen Finanzierungsmodell nicht aus der Sackgasse herauskommen, denn solange eine Finanzierungsweise zwischen den Bezirken Gewinner und Verlierer produziert, löst sie das Problem nicht, werden niemals alle an einem Strang ziehen. Wir können aber nicht länger dem Rückbau dieser Angebote zuschauen. Wir müssen im Gegenteil angesichts des wachsenden Bedarfs, des Rechtsanspruchs auf Inklusion, unseres Anspruchs auf eine Willkommenskultur für Flüchtlingskinder und natürlich angesichts der wachsenden Stadt dafür sorgen, dass der Kinder- und Jugendfreizeitbereich diesen Aufgaben qualitativ und quantitativ gewachsen ist. Um also aus der Sackgasse herauszukommen, schlagen wir 2 nächste Schritte vor. Erstens eine Bestandsaufnahme, die zuletzt mit dem Jugendfreizeitstättenbericht 2005 vorgenommen wurde. Dieser sollte fortgeschrieben werden, damit wir eine aktuelle Grundlage zur Ermittlung des weiteren Handlungsbedarfs haben und auch eine nötige Kostenprognose vornehmen können. Zweitens, da die bisherigen gesetzlichen Regelungen nicht greifen, sollten sie konkretisiert und verbindlicher gestaltet werden. Mit dem Antrag Kinder- und Jugendförderung gesetzlich regeln greifen wir die Forderungen aus der Senatsbildungsverwaltung auf, des Landesjugendhilfeausschusses, der Bezirksstadträtin und der Einrichtungen und Träger vor Ort. Wir haben hier aufgeschrieben, was unserer Meinung nach in einem neuen Gesetz berücksichtigt werden muss. Es muss im Land Berlin verbindliche, zukunftssichere und allgemeingültige gesetzliche Regelungen für die Kinder- und Jugendförderung geben. Dabei sollen strukturelle, fachliche, personelle, sächliche und quantitative Standards für die Jugendförderung festgelegt werden, die verbindlich in allen Bezirken gelten. Insbesondere muss die Finanzierungsverantwortung durch Land und Bezirke endlich geregelt werden. Wir wollen bei der Entwicklung dieses Gesetzentwurfs einen Prozess mit breiter öffentlicher Beteiligung. Dieser Prozess soll auch einer grundsätzlichen Verständigung über die strategische Ausrichtung der Jugendförderung dienen. Es geht darum, wie diese zukunftssicher gestaltet werden kann und muss. Ich bitte Sie, die vorliegenden Papiere
als Diskussionsgrundlage für den fachlichen Austausch zu betrachten. Was wir hier beantragen, ist Minimalkonsens im Land Berlin und soll den laufenden Dialog konstruktiv vorantreiben. Kinder- und Jugendförderung ist nämlich nicht freiwillig, sondern unser aller Pflicht. Vielen Dank.